Moinsen Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es eine kleine Produktvorstellung und zwar hat mich die Firma AS Max angeschrieben und hat mir das Helm Intercom F1 zugeschickt, das ist das hier, was ich jetzt so die letzten paar Wochen ausprobiert habe. Ja, ich war am Anfang so ein bisschen skeptisch, weil ich habe mir damals schon mal sowas ähnliches gekauft, aber halt so ziemlich günstiges Gerät und ja, damit war ich überhaupt nicht zufrieden, das war totaler Scheiß. Deswegen war ich so ein bisschen skeptisch, aber jetzt nach diesen paar Wochen ausprobieren bin ich echt positiv überrascht. Wir packen das mal zusammen aus und schauen uns einfach mal an, wie das aussieht. Fühlt sich auf jeden Fall alles sehr wertig und qualitativ an. Du hast halt hier vier Knöpfe, die man wirklich sehr gut bedienen kann, auch mit den Handschuhen. Natürlich könnt ihr das Ganze auch sprachgesteuert steuern. Steht natürlich alles in der Anleitung, die auch mega gut beschrieben ist, muss ich sagen. In verschiedenen Sprachen. Ja, zum Befehl aufrufen spricht man das Gerät mit HiMax an, wo dann halt seinen Sprachbefehl äußert. Da gibt es auf jeden Fall sehr viele Befehle, die man ja, sprachgesteuert steuern kann. Ja, Freunde, wie schon gesagt, das Gerät habe ich jetzt schon ein paar Wochen getestet. Ich war damit in Dänemark und habe halt damit Musik gehört auf der Hin- und Zurückfahrt. Und das hat auf jeden Fall ganz gut geklappt. Das einzige Negative, was mir so einfällt, sind halt die Boxen, die halt schnell ausgelastet sind. Ja, wenn man halt die Mucke zu doll aufdreht, dann packen das die Boxen nicht mehr und dann scheppert das halt die ganze Zeit nur. Du hast halt keinen Bass. Dafür ist das halt, glaube ich, nicht so ausgelegt. Eher für Kommunikation und Telefonat. Mit dem Telefonieren hat es auf jeden Fall sehr gut geklappt. Ich habe auf jeden Fall alles gut verstanden bei ungefähr 80 bis 90 km/h. Und ich wurde auch sehr gut verstanden. Das klappt auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ja, das Gerät hat auch Mesh. Das heißt, dass man mit anderen Herstellern sich auch verbinden kann. Jetzt bei dem Gerät sogar bis zu 10 Personen. Ja, die Reichweite soll 1,8 Kilometer betragen. Leider habe ich das nicht testen können, weil die meisten meiner Kollegen, mit denen ich so unterwegs bin, die haben sowas nicht. Die sind eher oldschool unterwegs. Ja, Freunde, auch ein richtig geiles Feature, was das Gerät hat, ist eine App-Anbindung, mit dem du einfach dein Handy mit verbinden kannst und dann halt da deine Sachen zu personalisieren. Da kannst du halt jeglich mögliches Zeug da einstellen. Ja, das Gerät hat ja hier so ein Blinklicht. Das Licht kann man auch verstellen. Da gibt es verschiedene Farben. Kann man zu seinem Bike
anpassen, wenn es natürlich nicht gerade schwarz ist. Was auch ziemlich geil ist, dass der Akku sehr lange hält. Wie gesagt, ich habe den jetzt wochenlang getestet und ich habe es bis jetzt noch gar nicht irgendwie aufgeladen mehr. Ich habe es halt, wo ich das bekommen habe, habe ich das Gerät nochmal angeschlossen und komplett vollgeladen. Seitdem halt gar nicht mehr und ich bin jetzt irgendwie bei 60% angelangt. Also die Akkukapazität ist wirklich sehr gut bei dem Gerät. Ja, Freunde, die Befestigung von dem Gerät ist auch ziemlich geil. Und zwar ist das alles magnetisch. Du brauchst halt das Gerät einfach nur an den Halter zu platzieren und das rutscht da automatisch selbst rein und ist auf jeden Fall mega fest. Was ich auch hier richtig genial finde, ist, dass wenn du dein Handy damit einmal verbunden hast und du das nächste Mal das Gerät einfach nur einschaltest, dass es sich direkt automatisch mit deinem Handy verbindet, ohne dass man irgendwas machen muss. Und immer wenn man das Gerät einschaltet oder ausschaltet, sagt dann eine nette Damenstimme, wie viel Akku dir noch übrig bleibt. Ist auf jeden Fall auch ein sehr nettes Feature. Ja, Freunde, so im Großen und Ganzen bin ich auf jeden Fall zufrieden mit dem Gerät. Ist auf jeden Fall eine richtig gute Alternative zu Sena. Wenn man jetzt preislich die beiden Geräte vergleichen kann. Ja, ich denke mal, ich werde mir noch so ein Gerät anschaffen. Für den Helm für meine Frau. Weil wir sind ja jetzt öfter zusammen unterwegs. Und da wäre das auch mal nicht schlecht, das eine oder andere Wort mal während der Fahrt zu wechseln. Ja, Freunde, wer auch Interesse an so einem Intercom hat, ich werde das Ganze natürlich unter dem Video verlinken. Da könnt ihr das alles finden und nochmal die ganzen Details durchlesen. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Oder würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video, Leute. Haut rein und viel Spaß. Ciao.